Hallo Leute, das ist Arno hier und willkommen zu Tag 3, Projekt 3 des Mondkuchen-Events. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Downtown East ist sicher. Wenn wir die Versorgung in Chinatown sichern wollen, müssen wir die Feinde auf dem Judiciary Square ausschalten. Aktivitäten im Judiciary Square abschließen 0 von 4. Dafür gibt es dann die Kranich-Stiefel. Ja, das müssen wir mal schnell machen. Map auf. Judiciary Square, das ist hier der ganze Part. Unter anderem auch hier ist leider ein Gebiet, wo es recht wenig Aktivitäten gibt. Das heißt, die beiden Kontrollpunkte müssen wir auf jeden Fall machen. Es dürften ein paar kleinere gleich noch auftauchen. So, wir sehen uns gleich. So, ich hatte tatsächlich ein Problem, dass ich habe den Kontrollpunkt hier das Hotelkrankenhaus eingenommen. Da hatte dann 2 von 4. Hab dann versucht, ein paar andere Aktivitäten zu machen und das hat nicht gezählt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Ich musste kurz ins Safe House und musste dann neu reinladen. Aber jetzt hat er dann, jetzt hat's dann gezählt. So. Damit dürfte das dann eigentlich erledigt sein. Hat auch Rogue Agents. Ah, hier fehlen noch welche. Okay. Ist immer noch einer. Lungas drum. Tja, das gibt's nicht. Na komm schon. Okay, ja, das hat gezählt jetzt. Projekt beendet. Kranich-Stiefel. Dann schauen wir doch direkt mal. So. Damit dürfte das Outfit so gut wie fertig sein. Gespannt, was die anderen Projekte bieten. Also, wie gesagt, ne, solltet ihr Probleme haben, dass irgendwie die Aktivitäten nicht zählen, also hier ein Ressourcenkonvoi oder eine Territoriumskontrolle, die ich ausprobiert habe. Wahrscheinlich habe ich mir einen Bug reingejagt. Oder die Rogue Agents hier oben. Die haben ein bisschen was kaputt gemacht. Dann macht einfach die Kontrollpunkte, weil der Angriff sowie die Verteidigung zählen jeweils als eine Aktivität in dem Projekt. Und damit solltet ihr fertig sein. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.